Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche war es wieder soweit. Ich habe auf einmal einen Anruf bekommen und wurde gefragt, Malte, du warst ja neulich bei uns und du hast die ganze Zeit davon geredet, dass du ein bestimmtes Auto fahren möchtest. Die Rede ist vom Hyundai i20N und der Hyundai Driving Experience. Denn wir haben einen Anruf letzte Woche von Hyundai bekommen und wurden gefragt, ey, möchtet ihr nicht eigentlich mal am Bilsterberg vorbeikommen und einen Tag lang jedes N-Modell fahren, was wir so haben? Also sprich, jedes sportliche Modell, das Hyundai eigentlich hat. Und genau deshalb sind wir heute hier. Justin, wenn du einmal hinter mir filmst. Dort stehen sie in Reihe und Glied. Ein paar sind schon losgefahren. Wir fahren heute jedes Modell, was Hyundai zu bieten hat, was, ja, ich glaube, das kann man so sagen, was mehr als 200 PS hat. Ich glaube, das wird ein geiler Tag. Los geht's! Wir legen als erstes los mit dem Hyundai Kona N. Ich glaube, 280 PS hat er, genauso wie der i30 Fastback N, den wir neulich gefahren sind. Und als erstes machen wir den an. Was haben wir dazu gelernt? Justin, guck mal her. Wenn man den in den N Custom Mode packt, dann ist er noch lauter, wenn man den anmacht. Und dann hat er auch diese Fehlzündung, die wir letztes Mal gesucht haben. Also einmal auf N-Modus. So, das und ich mach an. Du gehst einmal hin zum Auspuff. Bevor es losgeht, kurz mal zwei, drei Highlights, die wir entdeckt haben. Zum einen, wir haben hier diese Drive Traction, diesen Drive Traction Schalter. Und wenn man hier dran dreht, nach links und rechts, beziehungsweise drauf drückt, dann passiert hier Folgendes. Drück mal den N-Knopf. Ja, warte. Boah. Ey, wie geil ist das bitte? Vor allen Dingen, das ist auch mal ein Display, was eine richtig geile Auflösung hat. Mega. Und es gibt hier einen großen Knopf, ein großer Knopf direkt neben dem Schalthebel für die Automatik, wo man das ESP ausmachen kann. Ja, na, jetzt verstanden. Mega. Jetzt fahren wir los. Ich habe eine positive Sache und eine negative Sache, die ich im Moment gemerkt habe auf den ersten Kilometern. Die positive Sache ist die Leistung. 280 PS ist mega geil, macht einfach Bock zu fahren. Hier aus dem Ort raus beschleunigen und so. Ich kann hier mal kurz Gas geben, wenn wir hier nicht aus der Kurve fliegen. Warte. Justin hat da Schwierigkeiten, die Kamera festzuhalten. Es macht Bock. Und wir haben belüftete Sitze. Keine Ahnung, wie das geht. Hier so Sportsitze. Und das ist sehr, sehr angenehm. Ich bin großer Fan von belüfteten Sitzen. Ich weiß nicht, wie das in der Fahrzeugklasse hier preislich, wie das Hyundai hinbekommt, aber ist mega. Aber ein Nachteil hat das Auto, es ist mir viel zu straff gefedert. Wir sind im N-Modus, wir haben das Fahrwerk auf Komfort gestellt oder auf Normal, glaube ich, heißt das. Und wir fahren über die Landstraßen und das Auto rüttelt mich hier durch die Gegend und hat dann den Lenkversatz drin. Das ist wirklich nicht so angenehm. Mal gucken, vielleicht war die Straße jetzt auch nur besonders schlecht, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Oh, warte mal, Soundcheck. Krank, wie laut Hyundai die Autos bekommt. Trotz OPF-Filter und so weiter. Heftig. Ja. Noch eine Sache, die ich entdeckt habe. Hier vorne in dem Bordcomputer gibt es so einen sogenannten N-Monitor. Justin? Genau. Und der kann zum einen viele wichtige Informationen anzeigen, aber zum anderen, oh guck mal, zum Beispiel Gaspedalanzeige in Prozent. Ja. Zum anderen kann der aber auch das hier. Man kann sich nämlich nicht nur einen N-Mode einstellen, also einen Sportmodus, sondern man kann auch einen N-Custom-Mode einstellen. Und das Geile ist, man kann so viele Sachen einstellen, also vom Motor über die Lenkung, über die Radaufhängung, das Getriebe, was ist ELSD? Ach, das ist das Sportdifferential, ne? Dann das ESC, den Auspuffklang, selbst das Head-Up-Display kann ich einstellen in verschiedenen Modi. Was passiert da eigentlich? Okay, ja, dann wisch das so rüber und dann kriege ich eine Race-Anzeige, ja. Ja. Wie geht denn das bitte durch die Zulassung? So, wir sind eben Kona gefahren. Jetzt geht's weiter mit dem i30N. Letztes Mal Fastback, jetzt hier der, ich glaube, Hatchback heißt er, ne? Und was werden wir machen? Wir fahren da vorne auf die
auf die Platte drauf und werden dann ein sogenanntes Ausweichmanöver machen. Ich weiß noch nicht, ich glaube, das wird ordentlich schnell. Im Monster haben wir das auch schon gemacht. Bin mal gespannt, das ist immer ist ein bisschen kritisch, das Auto bei so einer hohen Geschwindigkeit dann wieder einzufangen und dann eben eine Gefahrenbremse zu machen. Justin fängt an. Are you ready? Warte. Ja. Hallo. So, wir machen Fahrerwechsel. Bevor ich mich hinsetze, guckt euch mal diese Sitze an. Das sind die Sportschreinsitze, die man dann noch zusätzlich bestellen kann. Und die haben sogar dieses Hyundai N-Logo beleuchtet. Ey, die sind so geil. Letztes Mal hatten wir die normalen Sitze, die waren auf keinen Fall schlecht. Aber die hier sind so dermaßen hart, die Sitze. Wobei ich glaube, wenn man damit Langstrecke fährt, könnte das auch noch gehen von der Komfortabilität her. So, jetzt bin ich dran. Schauen, ob ich das Hütchen umräume. So, zum Warmmachen war das auf jeden Fall schon mal gerade eine coole Übung, auch mit der Überlandfahrt. Also zwei Autos haben wir schon von vier. Ja, von fünf Autos. So, und jetzt gibt es Mittagessen und das Coole ist immer bei solchen Veranstaltungen, dass die sich was total Tolles einfallen lassen. Und wie gesagt, wir sind ja hier am Bilster Berg und das ist nicht nur eine geile Landschaft hier, sondern, wenn wir jetzt einmal die Kamera ein bisschen drehen, das ist das Gebäude, wo es Mittagessen gibt. Das ist deren Mensa. Wie geil ist das bitte? Einfach so ein Glaskasten auf dem Hügel, von wo man direkt auf die Stadt Zielgerade gucken kann. Leider essen jetzt alle Mittag, das heißt, wir kriegen nichts zu sehen, was das Fahren angeht. Aber geil ist trotzdem und leckeres Essen gibt es bestimmt auch. Gemundet? Ist gemundet. Hast du gut gegessen? Es war lecker. War schon wieder lecker. Gut, Mittagessen ist durch. Als nächstes werden wir jetzt die 20 entfahren, also endlich handgeschaltet. Der Grund, wieso wir eigentlich heute hier sind, würde ich mal fast behaupten. Farbwahl fällt aus, denn es gibt nur eine Farbe, dieses Hyundai Blau. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Finde ich, sieht geil aus. Aber ich würde weiß nehmen. Ich würde gefühlt alle Autos in weiß nehmen. 204 PS hat der. Das heißt genauso viel wie der Polo GTI. Jetzt hat, wenn ich mich nicht irre, und hat er 208, naja, ungefähr so in der Liga, aber eben wie gesagt handgeschaltet, ein bisschen günstiger und sieht um Welten aggressiver aus. Wo ich meine, hallo, was ist denn hier los? So, ein Polo GTI geht gefühlt hinten gerade runter, hat dann zwei Endrohre, der hat jetzt auch nur die einseitigen Endrohre, aber hier der Diffuser so, das ist schon heftig und das ist der Spoiler, ne? AKA hier Frittentheke, schon geil. Schauen wir mal. Beinchen gehoben. Justin ist wieder dran. 28,9 war die Zeit, die es zu schlagen gilt, weil leider hat meine letzte Runde nicht gezählt. Das war safe nur 26 gewesen. Ja, ja, genau. Wieso hast du eigentlich deine Handschuhe nicht dabei? Du kannst gar nicht fahren. Gewicht. Wegen Gewichtserschwerung? Ja, Gewicht. Ja. Kurze Unterbrechung. Ich habe hier gerade diesen Modus gefunden, der heißt N-Road Sense. Wenn man mit dem i20N eine Landstraße fährt und dann kommt so ein Schild hier, so ein S-Kurvenschild, dann erkennt das Auto über so einen Sensor da oben, denke ich mal, und schaltet automatisch in den N-Modus. Wie krank ist das denn? Das hat nicht mal eine S-Klasse oder so. Wir sind durch mit dem Slalom-Parcours und
Justin hat gewonnen. Woo. Herzlichen Glückwunsch. Schöner Handschlag. 27,9 Sekunden hatte Justin und ich hatte 28,9. Letztes Mal waren es 200stel und dieses Mal hat Justin mich um eine Sekunde platt gemacht. Also eigentlich kann ich nach Hause gehen. Aber vielleicht kann ich ja 2-0, vielleicht kann ich das nochmal rumdrehen auf irgendeinem nächsten Event. So, nachdem wir ganz, ganz viel Benzin und Gummi verbrannt haben, sitzen wir jetzt in einem E-Auto, dem Ioniq 5. Genau, also erstmal, das Auto ist riesengroß von innen. Ich glaube, das sieht man auch. So. Auch kann hier. Ich das mal kurz so. Genau, ja. Auch bis hier hinten. Ja. Das Ding hat hier unten wie eine Couch so ein Teil, was man hier bewegen kann. Seht ihr das? Kann man das so erkennen? Wo man hier so wie auf einer bequemen Couch seine Beine einfach drauflegen kann. Ja, es ist mega viel Platz. Im Fahrzeug drin. Also sogar die Türen, die Armauflagen sind hier irgendwie riesig. Ich glaube, ich setze mich gleich wirklich mal nach hinten. Guck mal hier, ich habe einen Blinker angemacht, dann macht er hier. Alter, warte, zeig das nochmal. Ich mache Blinker links und dann zeigt er mir automatisch den toten Winkel. Warte, mach das mal bitte nochmal. Ich will das nochmal filmen. Das ist das. Und da geht Spiegel? Er praktisch die. Ja, ich glaube, das ist unten im Spiegel. Ja, wenn er ein Fahrradfahrer ist, also den wirst du auf jeden Fall nicht umholzen. Ja. Ich hoffe, man versteht mich jetzt hier hinten und man sieht mich. Also, ich sitze, mein Problem ist immer, dass ich sehr gerne sehr, sehr, sehr liegend sitze. Und hier ist das so, dass der Sitz, ich habe hier noch nichts verstellt, dass der Sitz sowas von, also der ist sowas von geneigt, das ist so angenehm. Und ich habe eine riesengroße Ablage hier an der Seite für meinen Arm. Jetzt schauen wir mal hier. Gibt es Sitzbelüftung hinten? Nee. Ah, Sitzheizung hinten hatte, aber Sitzbelüftung nicht. Jetzt kann ich mir an der Seite hier noch die... diese Gitter vormachen, dann ist es noch ein bisschen dunkler und die Leute sehen mich nicht von draußen. Der Pöbel. Ach, ist ja geil. Ey, Justin, guck mal. Hier an der Seite sind Knöpfe. Warte mal, rechts. Ah, Justin, ich kann über diese Knöpfe hier meine Sitzbank verstellen nach vorne und hinten. Also, die fährt das ist für hinten? Elektrisch nach vorne und hinten. Ah. Sondern ich glaube hier... Ah, guck mal, wenn ich hier drücke, dann kann ich den Beifahrersitz einstellen, so dass ich mir praktisch mehr Platz machen kann. Er macht das ja rechts auch mit dem. Ach so. Gib ihm. Okay. Da ist irgendein Rucksack von jemandem, glaube ich. Nee, das ist das Ladekabel. Wir sitzen nicht mehr im Ioniq 5, sondern wir sitzen jetzt im i30 Fastback N, also dem Auto, was wir in Monza hatten. Diesmal nur in schwarz, nee, in grau und nicht in weiß. Das, was wir als nächstes machen, ist eine Übung, die wir beide, glaube ich, schon beim letzten Mal, bei der letzten Driving Experience auch ganz gut hinbekommen haben, nämlich der Agent Turn. Das ist die eine Übung, die sich jetzt hier doppeln wird. Aber dementsprechend, vielleicht können wir da noch ein bisschen dran feilen. Das machen wir jetzt als nächstes mit dem Auto hier. So, schauen wir mal, ob ich das noch drauf habe. Das ist so unangenehm wieder. Ah. Ich habe eine Gehirnerschütterung. So, wir sind mit der Rockford-Wende, J-Turn, Agentenwende, wie auch immer man das nennen möchte, sind wir durch. Das konnten wir noch. Ich glaube, das haben wir bewiesen, wie man auf den GoPro-Bildern gesehen hat. Und jedes Mal wird man als Kameramann, verliert man da absolut den Kopf wortwörtlich. Wir sind soweit durch. Bevor es zu einem Fazit kommt, haben wir gerade noch eine Sache gezeigt bekommen. Ja, es ist hier der Ioniq 5, den wir vorhin gefahren sind. Und ich habe mir den Schlüssel rausgenommen. Und jetzt wurde mir gesagt, wenn ich hier diese Taste gedrückt halte und warte, dann soll hier was passieren. Moment. Und jetzt soll ich diesen Knopf hier drücken und dann soll was passieren. Was ist das bitte? Willkommen im Jahr 2022. Ich hab keinen Bock, mein Auto einzuparken. Oder vielleicht ist auch einfach die Parklücke zu eng. Und dann sage ich einfach, weißt du was?
Nimm einfach den Schlüssel. So. So ist gut. Schließ das Auto ab und geh, keine Ahnung, einkaufen. Wie geil ist das denn bitte? Wir kommen also zum Fazit. Übrigens, wenn ihr herausfinden wollt, wieso ich Popcorn in der Hand habe, hier das Ganze mal zurücknehmen, da könnt ihr mal bei Instagram vorbeischauen, da findet ihr die Auflösung. Wir haben nämlich wie immer schön fleißig Reels produziert. Ja, wir kommen also zum Fazit. Und das Fazit ist nicht nur zum einen, dass wir wieder auf der Driving Experience gesehen haben, wie sich eigentlich ein Auto im Grenzbereich verhält und dass das schon was anderes ist als jegliches, was man irgendwie auf dem öffentlichen Straßenverkehr irgendwie erleben kann und erleben sollte, auch auf jeden Fall. Aber es hilft natürlich in Gefahrensituationen. Die Koordination vom Auto, das haben die Driving-Instruktoren wieder gesagt, das ist natürlich was, wo das total hilft. Und jetzt möchte ich abschließend zu der Frage kommen, mit welchem Auto würde ich jetzt eigentlich nach Hause fahren? Denn das Video heißt ja, welches ist eigentlich das geilste N-Modell von Hyundai? Und ich habe eben zu Justin gesagt, wir müssen jetzt noch 2 Stunden nach Hause fahren, über Landstraßen und so weiter, und ich bin nach dem Tag wirklich gut fertig und ich glaube, ich würde den Ioniq nehmen. Aber morgen früh würde ich aufstehen und würde dann wahrscheinlich denken, Alter, wäre das geil, wenn ich jetzt irgendwie durch den Wald fahren muss oder ich fahre irgendwo über Land irgendwo hin, dann möchte ich natürlich irgendwie mit dem Auto fahren, was richtig PS hat und was irgendwie auch handlich ist, nämlich dem i20N. Will ich dann aber auf die Autobahn fahren und will da mal ein bisschen Gas geben und überhalb von 200 auch nochmal richtig angasen, dann will ich wieder die Leistung und den i30N. Aber ich denke, müsste ich mich jetzt so entscheiden, ich würde, glaube ich, genauso wie ein Monster beim i30 bleiben, aber Hatchback, ich weiß, Justin, du würdest ein Fastback nehmen, aber ich würde nicht die Limousine nehmen. Und ja, das ist für mich so, glaube ich, diese Wahl für heute, mein Fazit zu diesem Tag. Danke wie immer an Hyundai, dass wir eingeladen wurden, dass wir hier mitmachen durften. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei, da kommt der ganze restliche Content bei Hyundai auf der Driving Experience Seite. Die haben auch einen Instagram-Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.